mittlerweile eingelangt bei uns die schnellste Bierkiste Österreichs. Jetzt hier bei uns und Achtung, los geht's! Jawohl! Da hat man Zeit für Bunti. Die schnellste Kehrmaschine. Eine 115 Stundenkilometer für die schnellste Kehrmaschine. Und? So, da bauen wir die Start nochmal. So, Kilometer. Jawohl, da sind sie, unsere offenen Geräte mit Jochen Harrer, 8107, die Startnummer 294, 138,92 Stundenkilometer. Mit Sascha Piller haben wir jetzt hier den nächsten gehabt. Mit 8345 und 100. Philipp Adrian, 13, geschossen da hinaus und... 5-4-1,10 aus. Achtung! Zeit 7336 Gerd Rock aus dem schönen Bezirk Weiz. Ein Seriensieger, Sven Waldhaus, war gar nicht zufrieden. Patrick Lindl! Wieder Angriff der vier Ringe. Auch das freut uns natürlich hier. So, Achtung, Audi-Teil ist wieder. Nice. Achtung, Jürgen Dutter. Der geht super lässig ab hier. Pro Stunde gibt es hier. Ist er schnell. So, 194, wir sind da schon mitten unter den Renngeräten. Aus der Unterwartung gekommen auf einen Subaru WRX STI in originaler Kampflackierung. Und wir bereiten uns wieder vor auf die Rückführung. So ist es, die Rückführung. Jetzt geht's hier hinaus. Bert Schlacher mit seinem Subaru schafft eine 8476. Richtig fettes Ding, das jetzt hier an der Strecke wartet. Launch Control und schon pfeift er ab hier wie ein Comanche. Und es ist Ziel 7701 und 100. Die zwei Jungs sind völlig...
von der Rolle. Leistung ohne Ende bei Igor Kovacic. Und hier ist er mit 7-2-5-1. Jawohl! Start. Er musste runtergehen, sonst hätte er den Gegenwettler gar nicht mehr draußen. Ivers mit Schongang, 187-01.